und Sie alle können helfen. Unterstützen Sie diesen jungen Mann. Wenn euch das kleine Intro gefallen hat, dann lasst mich das bitte in den Kommentaren wissen. Dann strebe ich vielleicht in Zukunft eine Filmkarriere an und höre mit dem Kochen auf. Wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach an mit dem Video. Es gibt ein kleines Frühstücksporridge mit wenig Zutaten. Es dauert nicht lange, 15 Minuten. Also könnte man es theoretisch auch mal unter der Woche in der Früh machen. Aber ansonsten macht man es wahrscheinlich eher doch am Wochenende, weil man sich da mehr Zeit nimmt. Los geht's. Auch bei dem Rezept kann natürlich wieder jemand, der keine Milch trinkt, das durch Reismilch oder Mandelmilch ersetzt werden, so wie ich das gemacht habe. Der Honig kann durch Agavendicksaft ersetzt werden. Der erste Schritt wäre jetzt erstmal die Milch aufzukochen und die Haferflocken dazuzugeben und unter ca. 5 Minuten rühren bis zur gewünschten Konsistenz bei einer niedrigen Hitze kochen zu lassen. Milch. Ein bisschen Salz. So, wenn wir dann die gewünschte Konsistenz erreicht haben, geben wir einen Esslöffel Mandelmus dazu, einen Esslöffel Honig, einen Teelöffel Zimt und eine Prise Kardamom noch gleich mit in den Topf. So. Unser Haferbrei ist jetzt fertig. Dazu passen jetzt natürlich sehr gut Bananen, wenn wir die noch reinschneiden. Oder Erdbeeren würde auch gehen. Blaubeeren ist auch richtig geil. Ich tue es heute in meine super geile 22 Jahre alte Fred Feuerstein Schüssel und werde dann noch eine Banane reinschneiden. Und auch heute gibt es wieder einen Tipp vom Professor. Wenn ihr eine Banane zu Hause habt, die sich nicht schälen lässt, hier. Scheiße, dann nehmt ihr sie einfach und brecht sie in der Mitte durch. Das ist der beste Tipp überhaupt. Ihr seid ja immer noch da. Mein Gott, lasst gefälligst mal einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was ich kochen soll und erzählt eurer Mutter von mir.